Ja, willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei der Objektorientierung und wollen uns heute über die Polymorphie unterhalten. Schwieriges Wort, steckt nicht viel dahinter, aber wir müssen es uns einfach mal anschauen. Zielgruppe des Ganzen ist Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung und alle, die am Programmieren interessiert sind. So, also was bedeutet Polymorphie eigentlich? Um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mir jetzt ein nicht digitales Beispiel überlegt. Ich glaube, da ist die Idee dahinter besser nachvollziehbar. Grundsätzlich, was wir verstehen müssen, bevor wir jetzt hier mit Polymorphie anfangen, ist, dass wir die Vererbung oder Erweiterungsmechanik bei Objektorientierung drauf haben. Wenn wir das nicht verstehen, dann ist das, was ich jetzt gleich erkläre, irgendwie schräg. Und dementsprechend, wer das noch nicht gesehen hat, sollte vorher auf jeden Fall sich die ersten Objektorientierungsvideos mal anschauen. So, und zwar habe ich mir überlegt, ich habe hier einen Koch und diesem Koch möchte ich gerne den Befehl geben, er soll Teig rühren. Um das zu machen, um das zu realisieren, braucht er ein Rührgerät. Jetzt gehen wir davon aus, das ist ein Koch, der irgendwann um 1900 lebt und um 1900 war ein Rührgerät einfach ein Schneebesen. Und wenn jetzt der Befehl Rühren ausgeführt werden soll, dann gibt es die Methode Rühren und was er machen muss, er muss diesen Schneebesen eben in Kreisbewegungen durch seine Schüssel führen. Das wäre der Schneebesen, der die Methode Rühren implementiert. Also unser Objekt wäre sozusagen jetzt oder unsere Klasse wäre Schneebesen und die Methode Rühren. So, und was ich jetzt mache ist, ich erweitere den Schneebesen. Ja? Was weiß ich, 100 Jahre später hätte ich gerne auch wieder ein Rührgerät. Dieses Rührgerät erbt die grundsätzliche Funktion, die Methode Rühren vom Schneebesen. Aber die Methode Rühren, wenn ich sie ausführe, sieht so aus, dass ich das Ding einschalte und dann läuft das Teil los. Heißt jetzt eigentlich, aus Sicht desjenigen, der den Koch beauftragt mit dem Befehl Rühren, ändert sich nichts. Ich habe den Befehl Rühren, ich habe Ergebnis, einen gemischten Teig. Und ob jetzt der Koch den Schneebesen nutzt oder die Küchenmaschine, ist mir als Endkunde, der im Restaurant sitzt und irgendwie einen verrührten Teig haben will, eigentlich komplett wurscht. Hauptsache, es passiert. So, das heißt jetzt erstmal, wir haben zwei Methoden implementiert, die eigentlich durchaus was Ähnliches machen, aber auf eine vollkommen andere Art und Weise. Also im Prinzip beim einen kreisförmige Bewegung, beim anderen Schalter umlegen. Das Ergebnis ist irgendwie das gleiche, das erwartbare Ergebnis und das hinterlege ich einfach bei dem Namen Rühren. Das heißt, wir implementieren die Methode Rühren und die Küchenmaschine erbt vom Schneebesen auch die Methode Rühren. Und implementiert die Methode Rühren nochmal neu, anders. Aber vom Befehl her ändert sich nichts. Soll jetzt übersetzt heißen in die Programmierwelt, der Schneebesen implementiert die Methode Rühren, die Küchenmaschine erbt die Methode und die Küchenmaschine implementiert die Methode neu. Das heißt, beim Aufruf, die Aufrufstruktur, die Signatur der Methode ändert sich nicht, nur die Implementierung. Das heißt, die Kind-Klasse implementiert etwas, was eigentlich schon da ist, aber halt anders. So, sehen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Gehen wir mal davon aus, wir haben wieder unser 2DG-Objekt, das kennen wir ja von den anderen Videos schon, und wir haben hier die Methode Rotiere. Also das soll halt irgendwie ein Objekt um irgendeinen Winkel rotieren. Und jetzt habe ich hier das Bogenmaß als Winkel hinterlegt. Aber ich hätte gerne in unserer Applikation ein 2D-Geo-Objekt, das in Grad konfigurierbar ist, wo ich also, was weiß ich, wenn ich um 180 Grad drehen möchte, dass ich dort wirklich 180 angebe und nicht Pi.
So, wie machen wir das jetzt? Also wir können jetzt beispielsweise eine Kindklasse davon ableiten, also eine Erweiterung des 2DG-Objekts vornehmen. Und das Ding taufe ich jetzt einfach 2DG-Objekt Grad. Und hier setze ich jetzt exakt die gleiche Methode rein, was die Signatur angeht. Das heißt, die Kindklasse implementiert die gleiche Methodensignatur wie die Elternklasse, nämlich public void rotiere in Klammern double Winkel. So, jetzt habe ich sozusagen die Situation, dass ich zweimal den gleichen Namen habe. Einmal bei der Kind, einmal bei der Elternklasse mit den gleichen Parametern, nur die Implementierung, die ist ein bisschen anders bei der Kindklasse. Genauso wie bei unserem Rührbesen vorher. So, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich setze einfach Winkel ist gleich Winkel mal 180 durch Pi. Dadurch rechne ich eben Bogenmaß in Grad um. Und damit habe ich jetzt zwei verschiedene Methoden geschaffen. Ja? Und diesen Mechanismus, das nennt man, das ist ein Teilaspekt der Polymorphie. Das ist die sogenannte dynamische Polymorphie. Wir nennen das das Überschreiben von Methoden. Also wenn die Kindklasse die gleiche Methodensignatur wie die Eltern Klasse hat, dann nennen wir das Überschreiben von Methoden oder auch, wie gesagt, dynamische Polymorphie. So, jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Wir haben jetzt eigentlich den Gradwinkel in der Kindklasse einfach in Bogenmaßwinkel umgerechnet. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch eigentlich ja die Elternmethode rotiere nutzen, weil dort steht ja drin, wie ich aus basierend auf einem Bogenmaßwinkel eine Rotation durchführe. Jetzt muss ich aber von der Kindklasse die Elternrotiere-Methode aufrufen. Aber wie unterscheide ich jetzt aus Sicht der Kindklasse die Elternmethode rotiere von der Kindmethode rotiere? Weil die heißen ja gleich, die haben beide die gleiche Signatur und ich habe jetzt keine Möglichkeit, die irgendwie zu unterscheiden. Weil wenn ich jetzt rotiere aufrufe in der Kindklasse, werde ich nichts anderes bekommen wie einen rekursiven Aufruf. Die Methode rotiere der Kindklasse würde sich selber aufrufen. Das wär schlecht. Und dafür gibt es jetzt ein neues Schlüsselwort. Und dieses Schlüsselwort heißt Super. Mit Super bezeichnet man die nächsthöhere Klasse, sprich die Elternklasse. Oder auch die Superklasse nennt man das mitunter. Das werden wir bei den Konstruktoren auch nochmal wiederfinden, dieses Schlüsselwort. So, das heißt, wenn ich jetzt Super Punkt hinschreibe und dann rotiere, dann rufe ich damit die Methode rotiere der Elternklasse, also der 2D-Geo-Objektklasse auf. Und damit habe ich einen Zugriff eben auf die Methodik der Elternklasse. So, und damit habe ich jetzt wiederum alles im Griff. Das heißt, bei der Kindklasse hätte ich jetzt einfach den Winkel umgerechnet und nutze dann wieder die Elternmethodik für die Rotation. Ich meine, das ist ein sehr konstruiertes Beispiel und in der Praxis würde man das durchaus anders machen, weil wir eigentlich immer mit Bogenmaßwinkeln in der Programmierung arbeiten und wirklich nur für Eingaben in den Gradbereich gehen. Aber die Idee, die sollte hier an der Stelle klar sein. So, der zweite Begriff bei Polymorphie ist der Begriff des Überladens. Überladen ist folgender Zusammenhang. Ich habe die Methode rotiere, in dem Fall mit dem Parameter Winkel. Und dann habe ich nochmal die Methode rotiere mit dem Parameter Winkel und der Richtung. Das heißt, ich habe den gleichen Namen, aber unterschiedliche Signaturen, weil ich halt in der oberen Methode zwei Parameter habe und der unteren einen. Das heißt, die Klasse besitzt zwei Methoden gleichen Namens mit unterschiedlichen Parametern. So, und das ist jetzt der zweite wichtige Begriff und das nennen wir das Überladen von Methoden. Also gleicher Methodenname in einer Klasse nennt man Überladen von Methoden. Es wird mitunter auch als statische Polymorphie bezeichnet, weil wir dazu keine Instanzierungen brauchen und nicht während der Laufzeit festgelegt werden muss, welche der beiden Methoden genutzt wird. Das war ja
bei dem Überschreiben der Fall. Und hier brauche ich ja wirklich nur eine Klasse und eben die Parameter bestimmen dann, wer aufgerufen wird. Deswegen nennt man das statische Polymorphie, ist aber jetzt an der Stelle nicht so wichtig. Überladen ist eigentlich der gängigere Begriff. Gut, ja, das Ganze gucken wir uns jetzt gleich nochmal an im Code. Dazu wechseln wir kurz auf Eclipse. Dann machen wir uns mal eine kleine Klasse. Die nenne ich jetzt mal Eltern. Und wer hätte das gedacht? Die zweite heißt Kind. Dann bauen wir uns noch ein kleines Hauptprogramm, um das zu trennen oder einen entsprechenden Aufruf zu realisieren. Hoppla. Mit einer Main-Methode. So, und das wäre es dann im Großen und Ganzen. Wir gehen jetzt erstmal zu den Eltern und hier machen wir jetzt einfach irgendeine Methode. Public void print something. Ja, also irgendwas, dass wir halt die Methoden voneinander unterscheiden können. Und hier geben wir einfach hier Elternklasse aus. Kind, Extends, Eltern und im Hauptprogramm bauen wir uns jetzt erstmal eine Elternklasse, ein Elternobjekt. Und print something. Und dann bauen wir uns ein Kind-Objekt. Und my Object 2 print something gibt es dort auch. Natürlich, weil das Kind-Objekt oder die Kind-Klasse alle Eltern-Methoden übernimmt. So, wenn wir das Ganze laufen lassen, gehen beide in die Methode print something der Elternklasse rein. Jetzt nehme ich die komplette Methode mal und packe die in Kind rein und schreibe jetzt hier Kind-Klasse rein. Okay, und dann lassen wir unser Hauptprogramm wieder laufen. Und jetzt sehen wir, dass bei dem zweiten Objekt jetzt plötzlich die Kind-Klassen-Methode aufgerufen wurde, nämlich genau die da. So, wenn ich jetzt hier versuche, print something aufzurufen, dann müssen wir hier erstmal die Breakpoint setzen, weil sonst platzt mir hier der Speicher. Und wir lassen das mal durch den Debugger laufen. Und zwar gehen wir hier, halten wir hier erstmal an und gehen in den Debugger rein. So, wir gehen jetzt in die Methode rein. Also print something Kind-Klasse. Und der ruft jetzt hier wieder print something auf. Und in dem Fall immer wieder sich selber. Ja? Und Sie sehen hier, der Stack platzt irgendwann. Das heißt, so können wir es nicht machen. Das ist ein sogenannter rekursiver Aufruf und der hier an der Stelle nicht abgebrochen werden würde. Das wäre eine Endlosschleife, bis eben der Speicher platzt. So geht es nicht. Wir wollen ja an der Stelle die Eltern print something Methode aufrufen. Und da haben wir gesagt, super Punkt. Das wäre jetzt der Aufruf der Elternklasse, wenn wir das Ganze jetzt starten. Wir gehen rein in die Kindklasse, sorry. Und hier haben wir jetzt super Punkt print something. Das ist jetzt wiederum der Aufruf der Elternklasse und dann sind wir hier eben entsprechend drin. Das heißt, die Elternklasse würde hier jetzt auch entsprechend die Print-Something-Methode eben ausführen können oder der Teil der Elternklasse, der Kindklasse, müsste man korrekterweise sagen. So, und dementsprechend sehen wir jetzt hier in der Ausgabe Elternklasse, das war im Hauptprogramm dieser Aufruf. Dann kommen wir zu Kindklasse, das ist dieser Aufruf, Print-Something, haben wir hier, hoppla. Haben wir hier System-Out-Println-Kind-Klasse. Und jetzt gehen wir hier nochmal zur Elternklasse, zur Superklasse und rufen hier auch nochmal Print-Something aus. Das wäre dann
das zweite Mal die Ausgabe Elternklasse. Und damit haben wir eben das Überschreiben ja, demonstriert. Das Überladen spare ich mir jetzt an der Stelle, weil ich glaube, das ist, haben wir bei, oder sollte jeder bei den Unterprogrammen schon verstanden haben. Und dementsprechend ja, wäre das hier alles zu der Demonstration der Polymorphie. So viel zur Polymorphie. Grundsätzlich mal ist es nicht wirklich kompliziert, aber dieses Konzept muss man verstanden haben. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man nicht objektorientiert programmieren, weil wir haben die öfters die Situation, dass wir verschiedene Erweiterungen einer Elternklasse in einer Variable der Elternklasse ablegen möchten. Also die Kindvariablen werden in einer Variable der Elternklasse oder die Kindobjekte werden in einer Variable der Elternklasse abgelegt. Und dieses Konzept, das müssen wir kapieren. Und das werden wir jetzt in den folgenden Videos noch ein bisschen vertiefen. Da werden wir dann noch ein kleines ja, Projekt machen, wo wir genau diese Situation dann noch mal etwas intensiver uns ansehen werden und hoffentlich dann verstehen, warum diese ganze Polymorphie, vor allem das Überschreiben von Methoden so wichtig ist. Also bis dahin dranbleiben.